Leute, und herzlich willkommen wieder zu DopMe. Wie ich gesagt habe, werden wir heute wieder DopMe spielen. Werden wir auch, aber heute nicht so lange. Später kommt dann dafür noch mein zweites Video von DopMe, also sozusagen wie Teil 2. Und ja, ich bedanke mich wirklich und ja, freue mich schon auf in 6 Tagen, weil wenn ihr den, also es könnte auch weniger werden, dass nur noch 4 Tage dauert, dass wir 1000 Abonnenten haben, indem ihr einfach mithelft und euren Freunden diese Videos weiterschickt und ihnen sagt, sie sollen abonnieren. Das wäre wirklich nett. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Sonst würde es nämlich 6 Tage dauern. So Leute, ich habe mich an, wie gesagt, bin ich ja anders. Aber Leute, ich wollte euch nur mal kurz auch mal sagen. Also, es ist ja wie gesagt Winter. Und diesen Winter werde ich noch dieses Outfit tragen. Im Frühling werde ich dann ein anderes tragen. Im Sommer auch. Im Herbst auch. Und ja. Also wie gesagt, jede Jahreszeit werde ich halt mein Outfit ändern für euch. Aber halt auch passend zu der Jahreszeit, weil jetzt so Winter, ich weiß, es sieht jetzt nicht so winterlich aus, aber ich finde, das ist wirklich schon für DopMe ein Winterstyle. Also, ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ich für einen Style machen soll im Frühling. Und ja, wenn nicht, dann denke ich mir halt einen selbst aus. So, wie ihr seht, habe ich schon 1017, aber ich kann mir noch keine Snow Owl holen, weil ich jetzt bemerkt habe, dass eine Snow Owl, dafür braucht man 10.000, von diesen Lebkuchen. Und ja, spielen wir auch in DopMe mal weiter. So. Leute, morgen trade ich mit jemandem. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch beitreten mit meinem Roblox-Namen. Also Roblox am Anfang das R groß geschrieben, wie ich euch auch schon in einem Video sagen werde. Also Roblox, R, großes R, dann alles klein, also bis Roblox klein. Dann schreibt ihr großes V und dann Vivian, den Rest klein, wie gesagt. Und dann macht ihr Bindestrich unten, oder wie man das auch nennt, Unterstrich halt. Und dann erst 12, weil sonst findet ihr mich dann. Da ist nämlich noch eine andere, die genauso heißt, weil das bin eigentlich ich. Aber ich habe den Account nicht mehr, weil das ist mein zweiter Account, den ich jetzt aber nicht mehr habe. Und ja, deswegen bräuchtet ihr dann nicht versuchen, da ja eine Anfrage zu stellen, weil das würde euch nichts bringen. Weil dann könnt ihr mir auch immer beizwingen, wenn ihr meine Freunde seid. Und ja, wollte ich euch halt nur nochmal sagen. Denn wenn ich dann live gehe, dann könnt ihr auch dabei sein in dem Livestream in DopMe. Und ja, dann würde ich mich halt auch ganz doll freuen. Am meisten auf euch. So. Also, oh mein Gott, ich. So. Leute, ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt nicht. Also, ich habe jetzt ja nicht gesagt, dass wir in die Mitte gehen. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht in die Mitte. So, und ja, jetzt fliegen wir erstmal dahin, wo, was ich euch halt noch nicht gesagt habe, wo wir hinfliegen. Und da fliegen wir jetzt hin. Ja, das habe ich euch aber noch nicht verraten. Und das werde ich euch auch noch nicht verraten. Also. Auf dem Weg werde ich euch mal weiter was erklären, was ihr auch noch machen könnt, wie ihr mir auch noch behilflich sein könnt. Also ihr könnt mir auch in DopMe, wie gesagt, schon beitreten, habe ich ja schon gesagt. Aber ihr könntet auch euren Freunden sagen, mein Roblox-Name ist nicht für mich schlimm, könnt ihr gerne weiter sagen. Ich kann bis zu 200 Freunden aufnehmen, mehr kann ich leider nicht nehmen. Und wie gesagt. So, ich werde mal kurz den Schneemann hier helfen. Bei dem hilft man doch immer. Man ist doch mal nett. So, ich sehe zwar nicht so lieb aus, aber also in dem Spiel halt. Aber mache ich doch trotzdem. Mal gucken, wie viele wir jetzt schon gerettet haben. Weil heute ist nämlich unser Ziel, alle 5 Schneemänner zu finden und zu bauen. Leute, und das werden wir jetzt versuchen in diesem Video. Also, jetzt brauchen wir noch 2 Schneemänner. Wo können die denn sein?
Wenn ich die in diesem Video nicht finde, dann könnt ihr mir auch behilflich sein und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wo sie sind oder wo die restlichen noch sind, wenn ihr nett wär, wenn ihr nett seid. Und ja, ich suche jetzt weiter auf jeden Fall. So, unter den Bäumen durch und weiter. Wo könnte denn hier noch ein Schneemann sein? Ich wüsste eigentlich gar keine Idee mehr. Wo könnte noch einer sein? Wo? Ich brauche noch zwei. Zwei Leute. Zwei. Oh, ich wünschte, ich würde sie jetzt finden. Für dieses Video tue ich alles. So. Leute, Mann. Ich glaube, ich werde die nicht finden, weil ich habe jetzt. Das Video wird jetzt, wie gesagt, ja nicht so lange gehen und deswegen. Ja, werde ich die wahrscheinlich eh nicht finden. Weil ich bin eh immer so eine, die die nie findet, nie irgendwas findet, was man irgendwie braucht. Und wenn man nichts braucht, dann finde ich es immer irgendwie. Keine Ahnung. Ist es bei euch auch so? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Komisch. Also hier am Spielplatz nicht. Vielleicht ist es ja noch wo ich denke, wo es sein könnte. Aber ich hätte jetzt eigentlich keine richtige Idee. Ich hätte jetzt nur eine Idee, vielleicht hier lang fliegen, vielleicht ist hier noch was. Wenn jetzt hier was wäre, es wäre so toll. Dann würde ich wenigstens noch einen finden. Aber Leute, ich glaube eher nicht. Nee, Leute, ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Nö. So. Leute, man muss 5 Pinguine retten und ich finde nicht mal 5. Da ist noch ein Schneemann, Leute. Da ist einer. Da ist einer. Ich habe einen gefunden. Ich habe einen gefunden. So, hier runter. Jetzt haben wir schon 4. Denkt ihr, Leute, dass wir noch den letzten finden werden? Leute, wir haben 5. Leute, wir haben es geschafft, Leute. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr dankt mir auch in den Kommentaren, dass ich es geschafft habe. Ey, Leute, endlich habe ich es geschafft. So lange hat es gedauert. So lange, aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Ja, Leute, habe ich ganz lieb und freue mich, wenn wir 1000 Abos haben, um mit euch live zu gehen. Und wie gesagt, ihr könnt mir mit meinem Roblox-Namen, der da unten steht, Roblox7-12, auch auf Roblox folgen. Tschüssi!